Ja, großartige Bilder. Hier sehen wir Thomas Kraut und Christoph Holzbach, Gina Holzbach, das Team um Phuket Paradise. Und da gibt es den Check von Stefan Hahn und von Robert Hickmann. Also ganz großes Kino im Rudolf-August-Oetker-Gedächtnisrennen. Vorläufiger Einlauf, den bin ich Ihnen schuldig. Siegreich war die 9, Phuket Paradise, Anthony Krastus. Zweites Pferd war die 4, Mrs. Appleby, Burjan Mosabayev. Drittes Pferd war die 2, Zafaro, Andras Starke. Und vierter, hervorragend gelaufen, Hamaron, André Best. Vorläufig heißt das somit 9, 4, 2 und die 5.